So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wahrscheinlich Sonntag, ist mir egal, wann die kommt. Also, die kommt auf alle Fälle. Wir sind jetzt bei Helikopter.com. Es ist an der Zeit, Flugeinheiten vorzustellen. Ich habe schon seit einer Woche nicht mehr aufgenommen und hoffe, ich komme mit der Steuerung klar. Wir haben ein Problem. Toll. Es gibt Schwierigkeiten mit der Kampfpanzerproduktion, Blue Moon hingegen besitzt mehr als genügend Panzer. Ihnen stehen sicher Einrichtungen zur Massenproduktion zur Verfügung. Ich habe erreicht, dass einige Kampfhelis und Transporthelis von der Front zu uns stoßen. Nur viel mehr Feuerkraft verschafft uns das nicht. So versuchen wir dennoch, sie sinnvoll einzusetzen. Die Details gebe ich dir, sobald wir vor Ort sind. Abmarsch. Mission 7. Helikopter kommen. Tag 1. Olaf ist ziemlich raffiniert. Sieh nur, wo er seine Truppen stehen hat. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Ich wusste nicht, dass er Flugeinheiten hat. Ich habe ihn unterschätzt. Aber er hat, wie er erwartet, ein paar Kampfpanzer in Stellung gebracht. Ein Frontangriff wäre waghalsig. Wir müssen entweder sein Hauptquartier besetzen oder seine Truppen schlagen. Aber angesichts Olafs Truppen bleibt uns nur eins. Wir müssen sein Hauptquartier besetzen. Könntest du bitte diese Infanterieeinheiten erstens auswählen? Das gegnerische Hauptquartier liegt unter dir. Aber Infanterieeinheiten können das Meer nicht überqueren. Wir können dorthin marschieren, aber bei all den gegnerischen Truppen. Hier sind Transporthelis von Vorteil. Erinnerst du dich an TTPs? Transporthelis können wie TTPs Infanterie- und Mecheinheiten laden. Aber auch sie führen keine Waffen und können kein Feuer eröffnen. Nehmen wir jetzt den Transportheli einer Einheit als Fracht auf. Ja. Fracht. Deine Truppen sind nun in Fracht des Transporthelis. Wähl ihn bitte an. Sieh nur seinen Bewegungsradius. Ja, Transporthelis können Gewässer überqueren. Außerdem hat er das Gelände keinen Einfluss auf seinen Bewegungsradius. Gut, setz ihn bitte dorthin. Entlade die Infanterieeinheit mit dem leeren Befehl. Nur hier kannst du mit den Heli lernen. Weißt du warum? Infanterie können das Meer nicht betreten. Ach! Infanterie können nur auf begehbaren Gelände entladen werden. Vergiss das nicht. Überprüf, auf welchem Gelände Infanterieeinheiten geladen werden. Ach egal. Du weißt noch, wie man das Gelände überprüft, nicht wahr? Ah, versuch's mal ruhig. So. Ich möchte den Kampfheli testen. Würdest du ihn bitte anwählen? Ach komm. Der Kampfheli ist eine Flugeinheit, genauso wie Transporthelis. Das bedeutet, Gelände hat keinen Einfluss auf seinen Bewegungsradius. Aber er profitiert uns nicht von unterschiedlichem Gelände. Was irgendwo logisch ist, denn er befindet sich immer in der Luft. Seine Feuerkraft, tja, das solltest du selbst herausfinden. Der Jagdpanzer ist in Reichweite. Teste den Kampfheli aus. Feuer! Oh, nee, da. Flup. Feuer. 49. Und wuff. Puff. Bei uns haben sie gar nichts abgezogen, wir haben bei den 6 abgezogen. Sehr gut. Sind sie nicht beeindruckend? Kampfhelis können sogar Jagdpanzer schaden. Außerdem sind sie aufgrund ihrer Bewegungsfreiheit gut in Stellung zu bringen. Ich informiere dich über noch nur ein wenig über Flugeinheiten. Oh. Sie gehören beide zur Luftwaffe. Alle bisherigen Einheiten, die du gesehen hast, waren Bodentruppen. Da Flugeinheiten immer fliegen, verbrauchen sie täglich Benzin. Kampf- und Transporthelis brauchen 2 Benzineinheiten pro Tag. Aber du musst dir diese Zahl nicht merken. Merke dir nur, dass sie jeden Tag Benzin verbrauchen. Nun weißt du alles Nötige über diese neuen Einheiten, nicht wahr? Alles Restliche überlasse ich dir. Möchtest du einen taktischen Hinweis? Nein. Viel Glück. Ich zähle auf dich. So. Fangen wir dann erstmal weiter an. Fangen wir erstmal dahin. Warten. So, laufen wir dahin. Ich habe schon so. So, wo war ich denn geblieben? Ja, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. So, jetzt kommt der da rein. Und der fährt mit dem dahin. Und lädt ihn dahin, genau. Halt nicht so. Der fährt mal dahin. Und der rückt mal dahin. Genau. Warten. Und Ende. Tag 1. Hahaha. Ich sehe, dass Neck keine Kampfpanzer in Stellung gebracht hat. Auf meine Truppen. Dieses Mal steht uns der Sieg nichts mehr im Weg.
so macht er das mit der AT. Immer auf die kleinen Schwachen, genau. Den Kampfpanzer. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, wir kratzen natürlich ein Stück ein bisschen an. Aber wenigstens wird er nicht zu uns hinter. So. Besetzen. Genau. So, dann greifen wir mal mit der Arti den da an. Und flupp. Immerhin drei noch abgezogen. Dann greifen wir mit dem der Einheit die da an und ziehen 55 ab. Mal hin. Mit der gehen wir in den Wald erstmal. Die zieht sich hier fein zurück. Und die fliegt hier hin. Und die fliegt nochmal da oben hin. Genau. Wo kommt der hier? Bis wohin kommt der? Ach komm. Außer Feuerreichweite, sehr gut. Eigentlich sind die Truppen uns da oben egal, weil wir haben das Hauptquartier so gut wie eingenommen. Wenn er jetzt, da kommt er glaube ich nämlich nicht mehr hin. Also ich habe mich verguckt irgendwo. Die Mechanheiten machen gar keinen Schaden. So, uns hat er gar nicht erst angegriffen. Und deswegen gehen wir gleich erstmal da unten hin und gewonnen. Ich habe mich schon oft gefragt, warum Olaf so schlechten Gebrauch von seinen Truppen macht. Wie hoch die Qualität seiner Truppen auch ist, sie müssen sinnvoll eingesetzt werden. Naja, ich erkläre dir noch etwas über die neuen Flugeinheiten. Auf. Sie werden auch in alliierten Basen oder Hauptquartieren nicht mit Munition oder Benzin oder TP versorgt. Du hast noch keinen gesehen, aber nur in Flughäfen können Flugeinheiten versorgt werden. Aber TTPs können ihre Munition oder Benzin zukommen lassen. Wie sie auch mit Bodentruppen tun. Mach weiter mit deinen guten Arbeiten. Was zum... Mein Hauptquartier wurde erstürmt? Nee, du fiese Kleine. Du wusstest, du würdest einen frontalen Angriff nicht überstehen, also hast du das aus deinem Ärmel gezogen. Grrr. Aber es ist noch nicht vorbei. Sieg. Toi, Taubix, du hast gewonnen. Yeah. Na, Kraft, wir haben gar keinen gemacht. Keinen erledigt. Deswegen nur Rang B. Schade. Bestehende Daten überschreiben? Ja. Speichervorgang beendet. Toll. Und das war's schon mit der heutigen Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.